Ja, $1.03, das ist ja angeblich der Wert, der eine Minute Aufmerksamkeit von einem Menschen wert ist, wenn man es umrechnet in Marketing, Advertising, Attention Dollars. Und da gab es letztens diese Statistik, dass wir ungefähr, was war es, so 13 Stunden am Tag Media konsumieren, also jeder Mensch. Wenn man das dann einmal umrechnet, dann werden 13 Stunden in Minuten umgerechnet und das dann mal $1.03. Das wären dann gut $800, die jeder von uns am Tag an Aufmerksamkeit, an Attention in Richtung Werbetreibender sozusagen verkauft. Wofür natürlich, wofür wir in der Realität nicht wirklich $800 pro Tag auf dem Konto sehen, ist klar. Aber da sieht man mal, wie mächtig und wie viel wert diese Aufmerksamkeit ist, diese Attention ist. Ne? Oder wie Gary Vee auch immer sagt, Attention is the asset. Und so ist es am Ende. Wenn man mal guckt, die erfolgreichsten, die größten, die wertvollsten Unternehmen der Welt, was machen die eigentlich? Die verkaufen Attention. Solche Plattformen wie Facebook, wie Google, natürlich auch LinkedIn mit Microsoft dahinter und so weiter. Die verkaufen am Ende Zugang zur Zielgruppe. Zugang zu unserer Zielgruppe. Sie verkaufen uns, dass wir unsere Inhalte vor den Augen unserer Zielgruppe platzieren können. Und das ist einfach am Ende so unglaublich wertvoll, dass die größten und wertvollsten Unternehmen der Welt am Ende geworden sind. Ne? Da gibt es ja auch viele, viele Beispiele in der Geschichte. Man muss nur mal in die Geschichte gucken. Wenn es in irgendeinem Land einen Coup gibt oder irgendwie die Regierung gestürzt wird oder ähnliches, ne? Was ist das Erste, was Rebellen übernehmen? Es sind die Medienanstalten. Es ist das Vehikel, um die Aufmerksamkeit, um die Attention der Massen zu gewinnen. Ja, und dementsprechend ist das natürlich auch am Ende für uns, die wir mit unserem Produkt, mit unserem Angebot, mit unserem Unternehmen anderen Menschen oder anderen Unternehmen helfen, eine Lösung für sie anbieten, sodass sie damit ein Problem oder einen Engpass für sich gelöst bekommen oder ein wichtiges Ziel für sich erreichen können, ist einfach der wichtigste Faktor, dass möglichst viele Menschen von uns hören, denen wir mit unserem Produkt, unserem Angebot helfen können, sie dann Vertrauen, Beziehung, Nachfrage zu uns aufbauen und sich daraus dann zunächst natürlich Verkaufsgelegenheiten ergeben und daraus dann gute Kundenbeziehungen, sodass wir unseren Kunden helfen können. Und hier ist die Grundlage für alles Attention. Attention is the asset. Das ist das Wertvollste, was wir haben können. Klar, wie macht man das jetzt? Entweder, wie schon gesagt, wir drücken einfach den Plattformen Geld dafür in die Hand, die diese Attention schon für uns aufgebaut haben, die diesen Zielgruppenbesitz bereits haben, sodass wir diesen dann anzapfen können. Ne? Werbung, bezahlte Werbeanzeigen, Ads etc. Natürlich in der digitalen Welt dann Online-Werbeanzeigen. Oder wir nutzen den organischen Weg. Ne? Organischer Content, Social Media, klassische Medien etc. Das ist natürlich der deutlich aufwendigere, anstrengendere, langwierigere Weg, der längere Marathon. Aber es ist auch der stärkere Weg. Denn Content-Inhalte an sich, organische Inhalte, nützliche, hilfreiche, wertvolle, inspirierende oder auch mal unterhaltsame Inhalte bauen einfach viel stärker Vertrauen, Beziehung und Nachfrage bei unserer Zielgruppe auf. Also, sie sind leider nicht so skalierbar. Sie haben eine geringere Schlagzahl, weil es einfach viel länger dauert, bis mehr der richtigen Leute uns sehen und hören und wahrnehmen. Aber die, die uns hören und sehen und wahrnehmen, die bauen viel schneller und viel tieferes, viel stärkeres
Vertrauen, Beziehung zu uns auf. Ja, und der Gegensatz davon oder die Alternative, Paid Media, bezahlte Werbeanzeigen auf Plattformen wie LinkedIn, Facebook, Google, YouTube, TikTok und Co. Da ist die Schlagzahl höher. Das heißt, wir können auf Knopfdruck Tausende von Menschen unserer exakten Zielgruppe erreichen, aber die Schlagkraft ist leider geringer, weil es halt natürlich Werbung ist. Es ist einfach Werbung. Ja, und deshalb ist einfach die Kunst am Ende, die Schlagkraft von guten Inhalten, von gutem Content zu verbinden mit der Schlagzahl von Performance-Marketing, von bezahlten Werbeanzeigen. Das heißt, im Optimalfall nehmen wir uns die Schlagzahl, die uns bezahlte Anzeigen bieten, und kombinieren das wiederum mit wertvollen, hilfreichen, nützlichen Inhalten, um die Schlagkraft von Content da drauf zu setzen. So, das ist ja im Prinzip das, was wir Performance-Content nennen. Und was wir dann für uns selbst nutzen, was wir für unsere Kunden aufsetzen, was wir mit unseren Kunden aufsetzen, etc. Und dementsprechend, da sieht man dann, dass selbst im Long Sales Cycle Premium B2B-Geschäft durch die Kombination aus bezahlten Werbeanzeigen und nützlichem, hilfreichen, wertvollen, exzellenten Fachcontent. Und der Fachcontent darf auch immer mit persönlicher Note sein, ne? Auch immer mit persönlicher Note. Wir Menschen kaufen am Ende von Gesichtern und nicht von Logos. Dass das eine wunderbare Kombination ist. Natürlich, es ist nicht leicht, ne? Wäre es leicht, würde es jeder machen. Aber wenn man sich die richtigen Schablonen, die richtigen Bausteine, die richtigen Psychologien einmal systematisiert hinlegt, dann kann man damit eben eine super schöne Marketinginfrastruktur bauen, die einer gewissen Funnel-Logik folgt und die dann eben zunächst erstmal mit Performance-Marketing, Werbeanzeigen viele Personen aus unserer exakten Zielgruppe erreicht, ja, Schlagzahl, und diesen Zielgruppenbesitz dann erstmal für uns im Unternehmen aufbaut. Ja. Das heißt, wir machen uns damit unabhängig von den Plattformen wie LinkedIn, Google, Facebook, TikTok, YouTube, Co., die diesen Zielgruppenbesitz schon für uns aufgebaut haben. Wir führen diesen Zielgruppenbesitz erstmal zu uns, unsere eigene Kontaktliste, unser eigenes CRM. Und dann können wir von dort aus weiterarbeiten mit diesem Zielgruppenbesitz und Vertrauen, Beziehung, Nachfrage aufbauen durch nützlichen, hilfreichen Content und daraus dann gute Verkaufsgelegenheiten generieren, daraus gute Kundenbeziehungen generieren. Ja, und das ist eben die Kraft der Aufmerksamkeit, die Kraft der Attention, die Kraft der Sichtbarkeit und Reichweite kombiniert mit der Kraft von gutem Inhalt, der wirklich ja, den Leuten schon weiterhilft und schon einen ersten Schritt in Richtung Lösung ihres Problems, ihres Engpass oder Erreichung ihres Ziels ihnen bietet. Performance plus Content.